Hallo Freunde und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich habe ja ein paar Updates gemacht. Halt, das ist nicht das Richtige. Upsala. Jetzt bin ich mit euch in der Kopiewelt gewesen. Das war doch gar nicht meine Absicht. Da wollte ich hin. Jawohl. Das sieht auch wieder ganz gut aus. Scheint auch wieder ganz ruhig zu laufen. Falls es leckt, falls es stockt, dann tut es mir leid, dann werde ich das Projekt wohl hier an dieser Stelle dann abbrechen müssen. Wenn es übertrieben leckt bei euch. Also wenn es nachher im Video übertrieben leckt, dann muss ich dieses Projekt leider an dieser Stelle beenden. Es tut mir dann zwar leid, aber nicht weh. Ich meine, ich wollte sowieso das Projekt nicht so extrem in die Länge ziehen. Aber es sieht ganz gut aus. Vielleicht gar nicht so verkehrt, den V-Sync auszumachen und den OpenGL umzuschalten. So, mehr Kies. Was sagt denn? Oh, ich bin ja doof. Ich habe schon wieder Pause angemacht. Ich vergesse immer wieder, dass ich bei meinem Aufnahmeprogramm über die F-Tasten die Steuerung mache. Wie ich das über die F-Tasten steuere. Tut mir leid, das war mein Countdown, den ich eingestellt hatte für die letzte Aufnahme. Ja, ich hatte sie gerade erst abgeschlossen, aber wenigstens scheint es jetzt nicht mehr so extrem zu laggen. Ich glaube, so kann man arbeiten. Ich hoffe es. Nicht mehr extrem laggt. So, jetzt schlafen wir erstmal ein bisschen. Und dann muss ich nochmal auf Eisensuche gehen, weil ich habe zwar ein bisschen was an Eisen, aber nur 24 Stück. Ich weiß nicht, ob das für eine. Na, wir können ja mal gucken, ob es für eine Rüstung reicht. Weil ich bräuchte ja auch noch ein bisschen was anderes an Eisensachen. Eine Rüstung. Das könnte gerade so reichen. Aber gerade so. Es reicht gerade so. Und damit ist das Eisen schon wieder alle. Naja, besser als nix. Also bewaffnet sind wir haben ja ein Schwert. So, jetzt muss ich aber erstmal noch hier was machen. Wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was verändert. Das war in der letzten, das habt ihr in der letzten Aufnahme gesehen, aber die ist leider total verquanzt worden, weil da hat irgendwie Minecraft total rumgespackt, rumgesponnen. Also ich weiß nicht, was da los war. Aber jetzt läuft es ja wieder. Oh, jetzt habe ich meine Spitze. Ah, ich habe eine. Ja, gut. Die ist total verronzt worden, die letzte Aufnahme. Deswegen musste ich die deswegen werdet ihr diese Szene leider nie zu sehen kriegen, weil also es hat geleckt wie Hulle. Ich habe mir das Video angeguckt, ich hätte kotzen können. Ich hoffe mal, dass das Video jetzt nicht so extrem laggt. Deswegen habe ich jetzt extra ein paar Einstellungen an Minecraft vorgenommen. Opala. Ein paar Einstellungen an Minecraft vorgenommen. Ich hoffe mal, dass es was gebracht hat. So. Dann bauen wir hier noch ein paar Treppchen ein. Zack. 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 Oh. Das wollte ich nicht. Zwischendurch immer mal ein Absatz ist. Hier, na, hier. Ah! Hat nicht ganz gereicht. Aber schnell zu unserer Bastelkiste. Und noch mal ein paar Kobbeltreppchen herbasteln. Ach, wir haben ja sogar noch welche. Bin ja doof.
Haben hier sogar noch welche. Ha! Ne? So, wunderbar. Das passt doch. So, ich würde mal sagen, ein bisschen Eisen werden wir wohl noch brauchen. Deswegen Fackeln haben wir, Rüstung haben wir, Waffe haben wir, dann geht's los. Dann gehen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Eisen finden. Ich meine, hier an der Seite ist ja die Lava, der Lavatümpel, ne? Wo wir schon mal waren. Aber ich bin der Meinung, hier oben drüber müsste irgendwo noch Eisen und Kohle sein. Irgendwo hier. Ah, die Kohle habe ich schon mal gefunden, das ist gut. Ja. Ja, ich habe das in der Kopie schon gesehen. In der Kopie, die benutze ich ja, um mal ein bisschen vorauszuschauen und zu gucken, was ich denn euch anbieten kann. Ich muss hier noch ein paar Steine setzen, damit wir hier keine Ressourcen verschütt gehen. So. Ich nutze ja die Kopie, um mal ein bisschen vorauszuschauen, mal die Biome zu erforschen, was uns denn da so alles erwarten könnte. Deswegen... Da oben ist das Eisen, was ich gesehen, was ich suchte. Jetzt auch noch ein paar Blöcke. Ich glaube, 3 oder 4 waren das hier. Aber besser als nichts. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Ja. Tut mir leid, ich habe wieder in einer anderen Welt gearbeitet. Weil ich arbeite nämlich im Hintergrund schon an etwas Neuem, was Minecraft betrifft. Das werdet ihr aber erst zu sehen bekommen, wenn es fertig ist. Das soll eine kleine Überraschung sein. So viel dazu gesagt. Hier gibt es noch Lava, das ist gut. Die können wir vielleicht nochmal gebrauchen. Ist hier jetzt alles raus? Ne, lass mal Kohle. Die nehme ich noch mit. Kohle kann ich hier mal gebrauchen. Sehr gut, so, da siehst du, da ist auch das ist der Anfang des Kohleflitz hin, wo ich das letzte Mal drauf, wie ich das letzte Mal auf den Kohleflitz getroffen bin. Ja, ich meine, in meiner Kopie-Map, da habe ich das ja alles hier auch schon ein bisschen erforscht. Aua. Okay, das ist hier ein bisschen anders gemacht als in der Kopie. Hoppala. Keine Lust auf ungebetene Besucher. Da vorne hängt eine Fledermaus. Ein bisschen Kohle im Boden. Und hier hinten weiß ich, hier hinter dieser Wand, ja, da ist nämlich auch noch eine Überraschung. Müsste man eigentlich gleich sehen, wenn wir hier uns ein bisschen rüber buddeln. Bingo, da sieht man es. Hallo die Herren. Schwarzpulver drin, ne? Möchte ich auch gerne mitnehmen. Den Flint schmeiß ich weg.
wieder, nö. Warte mal, den Mastdorn lasse ich hier. Dann mach den Redstone mit. Dann hau ich mir noch ein Stück Fleisch in den Hals. So, dann krieg ich hier noch ein bisschen Kobbel zurück. Jawohl, liebe Freunde, und ich sag dann mal Tschüssings an dieser Stelle, weil jetzt habe ich die ganze Zeit nur gezockt und habe kein Wort gesagt. Das ist auch nicht das Beste. Na gut, man hört sich beim nächsten Mal. Damit sagt euer Euler Silaster, Cheerio und bis dahin.